Ich finde ja, dass das Spiel allein wegen dem Flugzeughangar schon fast zu einfach ist. Sobald man den hat, kann man fast alles mit seinem Flugzeug machen. Und wir sind wieder zurück am Grundmarkt. Vergiss deine Artefakte nicht. The first battle is won, Nomad! Now you must destroy the Athanor. Over there are the hangars of the Sentinel's fleet, and the attack is drawing close. The Sentinel's fleet must be destroyed before it's too late. Only by mounting a surprise attack on Athanor can we achieve victory. Then the Sentinels will be beaten, and we can rescue your friends. But for that, you'll need something better than these pea shooters. I'll give you new guns. First, though, you must do me a favor. Go to the island over there and bring me a collector's artifact. So. Aber zuerst schauen wir uns hier wieder mal ein bisschen um. Das ist das Jetpack. Das musst du jedes Mal neu holen. Das bauen wir erst später auf. Ich kann jetzt da gerade gar nichts rausnehmen. Ich muss nur kurz Platz schaffen. Den Kampfzauber, das Ding kann man mal ganz kurz weglegen. Dann hole ich mir mal die Zweier da raus. Drei Artefakte, die machen wir jetzt gleich mal eins. Das alles rote Artefakte sind, kann man die auch schön miteinander kombinieren. Man kann zwar auch rot mit blau kombinieren, allerdings kommt dabei was Rotes immer aus. Das ist nicht zu vermeiden. So. Wir haben eine rote Dreierkanone. Das ist schon das Maximum? Ja, drei ist das Maximum, was man brauchen kann. Mehr als drei geht nicht. Kraftwerk, aber gut. Die Dreierkanone werde ich aber jetzt eh noch nicht aufbauen. Das hat einen speziellen Grund, der später zum Tragen kommt. So. Die lagern wir dann mal erstmal ein. So. Das Feuerkraftwerk collectet auch doppelt so viel Energie. Yep. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es doppelt so viel Energie macht wie. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so viel macht wie 2 Einser, aber auf jeden Fall kriegen wir schneller Energie zusammen. Wollte ich dich eh gefragt haben, was besser ist, ein 2er oder 2 Einser Kraftwerke? Prinzipiell sind es 2 Einser, glaube ich, sogar besser. Aber ein einzelnes Zweier braucht weniger Platz. Momentan ist es zwar noch kein Faktor, weil wir auf unserer Insel noch mehr als genug Platz haben, aber später
wird das zum Tragen kommen. Jetzt wird das gebaut. So. Auch mein letztes sammelt der Sammler denn eigentlich? Der sucht sich irgendwelche speziellen Steine in der Umgebung und dann, wenn er mit denen zurückkommt, dann gibt es einen großen Energieschub. Ist quasi wie so ein zusätzliches Kraftwerk, was aber nur situationsbedingt funktioniert. Nämlich nur, wenn irgendwelche speziellen Steine in der Nähe sind. Ach so. Ja. Da ist gerade der Sammler mit dem Ding zurückgekommen. So langsam nimmt diese Insel Gestalt an. Finden, dann haben wir schon wieder eine Route 3er. Ah, there you are. Here is the artifact for Trevain. Oh, neuer Sammler. Das ist das Item, das ich brauche, um das, das Zeug. Aber das Zeug, was ich brauche, um es gegen das einzutauschen, was er mir dafür geben wird, weil dafür gibt er mir nämlich jetzt dann eine Big Bertha. Ah, dann kannst du aber eigentlich auch Bombe zerlegen. Ich könnte sie theoretisch jetzt schon zerlegen, wenn ich es ganz geschickt anstelle. Es gibt nämlich so einen kleinen Trick mit Bombern. Man kann nämlich auch ein Flugzeug in sie reincrashen. Das muss man allerdings an einer ganz bestimmten Stelle machen und die erwischt man nicht immer. Waren da unten noch irgendwelche Artefakte? Ich weiß es jetzt nicht. Ich schaue mich da lieber immer gleich nochmal um. Bevor ich was übersehe. Bombern klarkommen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall die Big Bertha. Vor allem schon allein deswegen, weil ich den Bomberhangar kaputt schießen muss.
raus damit. Sonst kommt die nämlich immer weiter. Jetzt gehst du auch zum Rauchmarkt. Very good. Here, these are for you, but without guarantee. Links ist das neue Rechts. Ich baue es aber lieber rechts. Dann ist rechts das alte Rechts. Ne, oder nicht? Die Dreierkanonen lagerst du ja alle ein? Yep. Zwei rote Dreierkanonen auf dem Rad, das ist sehr schön. So, jetzt machen wir kurz einen Reparaturcheck machen, ob hier alles heil ist. The Athanor, citadel of Seraphim, lord of the Sentinels. Here in the smoke-filled factories, the mighty air fleet of the Sentinels was being built in preparation for the attack on the Grey Market. Also ist es ein Bomber, oder? Was? Es sei denn, es ist ein Bomber. Ja, ein Bomber sieht ein bisschen mehr aus. Thank you.
was passiert, wenn du den Hangar ausbaust? Muss man den Hangar ausbauen? Nee, den kann man nicht ausbauen. Ah, okay. Aber es gibt unterschiedliche Arten, ja. Oder? Ja. Ja, ich krieg später sogar Okay. Kamikaze.